Kommen Sie rein, junges Fräulein. Kommen Sie rein. Kommst du da hinten durch? Ich dachte, du gehst vorne rum. Ich dachte, du gehst vorne rum. Ja. Nicht hinten an meinem Greenscreen. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ah. Fängt ja gut an. Ja. So. Das ist halt so mit Duisburg. Ich schalte mal um auf dieses Bild. Und dann sage ich mal, Halli, hallo, hallöne Leute, da sind wir wieder. Das Dösbattel. Und der Döskop. Und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu. Futtern mit Dös. Ja, 2 Stufen weniger. Ich freue mich so. Ja, es ist wieder Freitag. Wir sind wieder am Schnabulieren. Oh Ne? ja. Ich habe hier was Großes aufgebaut, aber keine Sorge, das essen wir nicht alles. Nee, Ja, das geht ja schlecht. es wird ja nicht zu einem Wettfressen-Stream oder sowas. Ich wollte es bloß ein bisschen schön gestalten, mal verschiedene Sorten zeigen. Sind nicht mal alle dabei. Ich habe vom letzten Mal diese Ansung, diese Sojabohnenpaste, Ja. einfach mal so zum Spaß in der Woche mal gegessen. Dann bin ich in den Laden gegangen und die hatten die nicht mehr. Oh Jetzt nee. fehlt die hier in der Deko. Echt Ja, jetzt? jetzt fehlt die hier, aber es ist egal. Die haben so viele Sorten, die haben. Das ist eine andere Firma. Ja, aber die haben Veggie, die haben 2 verschiedene Seafood. Einmal scharf und einmal nicht so scharf. Selbst die scharfe ist nicht wirklich scharf. Also es gibt eine, die ist mild und es gibt eine, die ist super mild. Sowas in der Art, ne? Das stimmt. Dann haben wir hier die Champon. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ne? Die normale, die haben wir das letzte Mal quasi zu unserer Standardvariante jetzt gekrönt. Ja, das war Wir ich. haben ja beim ersten Vergleich die Shin Ramyun, das ist die scharfe Variante. Mit der Super Spicy, mit der Super Red Spicy verglichen. Ja. Schmeckt ungefähr gleich. Die Super Spicy ist schärfer. Ja. Das ist wirklich der einzige Unterschied. Es schmeckt gleich, die eine ist ein bisschen schärfer. Ja. Das ist jetzt quasi unser Standardwert, unser Standardvergleichswert. Und den probieren wir jetzt quasi jedes Mal mit. Also wir machen eine Schüssel davon und jetzt eine Schüssel von irgendwas hier. Worauf hast du Lust? Scheiß Veggie. Das Scheiß muss halt weg. Veggie. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, sind alle vegan sogar. Selbst hier, wo man denkt, da ist dann irgendwie Hühnchen drin oder irgendwas drin, es sind alles nur Geschmackssache. Also die sind alle tatsächlich kurioserweise alle vegan. Aber das soll jetzt hier kein Messwert sein oder sowas. Aber mich interessiert vegan nicht. Ne? Ich esse gern, weil sie mir schmecken. Ja, ich Egal, ob auch. sie vegan sind oder nicht. Aber deshalb habe ich jetzt theoretisch auch nichts gegen die Veggie-Variante, weil die ist genauso vegan wie die Nicht-Veggie-Variante. Es ist einfach bloß der Geschmack. Das soll quasi nach Gemüse schmecken. Das soll nach. Weiß ich nicht. Shin heißt eigentlich Gott, oder? Dann. Es soll göttlich schmecken. Zähler, du hast mich schon wieder erschreckt. Xela schafft es jedes Mal wieder, dich zu erschrecken. Komm, dann fangen wir an, ein bisschen aufzuräumen. Also für die nächsten Mal haben wir noch Kimchi. Anzung muss ich noch nachkaufen. Shang-Pong haben wir dann noch. Wir haben Seafood in 2 verschiedenen Varianten. Die Bulldog habe ich bloß so zum Spaß mal mit dazu gestellt. Das ist eine Bratnudel. Ne? Wir vergleichen ja erstmal die Kochnudeln, also die Suppen. Und dann hatte ich noch, das machen wir irgendwann mal. Habe ich mir endlich mal die hier rausgesucht. Das ist jetzt nur eine kleine Randnote. Wenn ihr Uncle Roger kennt, das ist angeblich Uncle Rogers Lieblingsnudel. Indomie, zumindest die Firma. Ich habe es ja einmal jetzt schon probiert. Ich will nichts dazu spoilern. Das machen wir dann nochmal in einem anderen Stream, wo wir das dann zusammen probieren. Und das hier ist einfach nur, ich gar nicht, Reva steht drauf. Ich glaube, das habe ich im Konsum gekauft oder sowas. Okay. Das vergleichen wir auch irgendwann mal. So eine deutsche Firma. Ne? Also ne, im Vergleich zu den koreanischen. Machen wir alles irgendwann mal heute. Veggie versus Shin Ramyun. Kriegst du die Tüte diesmal auf oder soll ich helfen? Ich probier's. Und jeder misst klar, dass du gelacht hast. Natürlich lacht er da. Kick. Also, Schwesterherzchen. Hier Ja. ist eine Sollbruchstelle. Ja? Siehst du diese Zacken? An den Zacken packen und ziehen. Siehst du? So einfach. Ah, herrje. Vergleichen wir gleich mal den Inhalt. Beide Pakete sind rund. Das ist schon mal gut. Passen gut in die Schüssel rein. Dann gibt es einmal die Soup Base, also das Pulverchen. Und Vegetable Mix, Gemüsemix. Was hast du?
Ich glaube, ich habe Pulver oder so. Du hast auch ein Pulver. Na, natürlich ist das alles Pulver bei denen. Und auch ein Vegetable Mix. Es ist im Endeffekt wahrscheinlich das Gleiche. Bloß, dass ich glaube, dass die hier ein bisschen schärfer sein werden, weil die sind halt als spicy, steht zumindest drauf. Ne? Gourmet spicy. Mhm. Und da steht da auch was drauf. Außer Veggie. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, bloß ohne spicy sein. Weiß es nicht. Ich habe die auch schon mehrmals gegessen, aber so im direkten Vergleich wie. Also, Veggies. Pulver. Und diesmal mache ich nicht ganz so viel Wasser rein wie das letzte Mal. Ich habe da einen Kommentar bekommen, dass das viel zu viel Brühe war. War das Fehler? Nee. Es war dann auf YouTube hinterher. Kam dann ein Kommentar, dass es viel zu viel Brühe war. Dazu muss ich aber zu meiner Verteidigung sagen, ja, eine Suppe. Na? Keine Bratnudel. Bei der Bratnudel koche ich die Brühe so ein, dass eine Soße drauf wird am Ende. Ne? Und hier mag ich das dann halt, die Brühe zu schlürfen. Aber gut, ich mache heute mal ein bisschen weniger. Möchte ja auf die Zuschauer auch hören. Wasser. Da kommt das heiße Wasser. Ich glaube, es ist diesmal eine kleinere Schüssel, kann das sein? Da passt dann allgemein auch weniger Brühe rein. Ich glaube, das letzte Mal habe ich die großen Schüsseln genommen. Wir haben die in zwei verschiedenen Größen. Für die Bulldogs, wenn ich die ausnahmsweise mal nicht in der Pfanne mache und doch in so einer Schüssel mache, nehme ich die super großen Schüsseln, weil die Bulldogs öfters mal viereckig sind und die passen dann hier nicht mehr rein. Ja, das stimmt. In die größeren Schüsseln passen die rein, Wasser draufkippen, fertig. Ich gebe dir mal Veggie. Ich habe Shin dran genommen und... Weil das jetzt dann wieder ein bisschen dauert mit dem Durchziehen. Durfte ich mir was aussuchen? Ja, habe ich mal wieder einen kleinen Snack vorbereitet, den wir uns vorher angucken. Das freue ich mich umso mehr. Natürlich freust du dich. Es ist Mochi! Ja, ich habe Mochi besorgt. Mochi. Taiwan Dessert heißt die Firma. Die Firmen sagen mir alle nichts. Ich kann das auch nicht lesen, also wenn ihr das lesen könnt, bitteschön. Ja, es ist schwer zu erkennen. Aber es sind halt Mixed Mochi. Ich sehe hier drei verschiedene Farben, also gehe ich davon aus, es sind drei verschiedene Sorten. Wer das lesen kann, bitte schreiben, was da steht. Ja, könnt ihr mal schreiben, was draufsteht. Aber da wird wahrscheinlich einfach das Mixed Mochi draufstehen. Mhm. Und dann, welche Sorten das sind. Ich weiß es nicht. Das Grüne, denke ich mal, ich weiß das nicht so ganz genau, aber kann so grüner Tee sein. Wahrscheinlich grüner Tee. Oder Matcha könnte es sein auch, oder? Ich glaube, Matcha ist grüner Tee. Ach, Matcha ist grüner Tee. Okay, das ist so ein Dösmoment. Das ist so ein schöner Dösmoment. Ich muss dazu sagen, ich esse sehr gerne Mochi, also aber auch nicht so viel. Ja, wenn ihr es lesen könnt, viel Spaß damit. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal, wie es schmeckt. Mich interessiert nicht, was das für eine Firma ist. Mich interessiert nicht, was da draufsteht. Ich möchte einfach nur wissen, wie es schmeckt. Dann nehmen wir das. Das kannst du haben. Kannst du da einen, wo ist denn der Mülleimer? Da hinten, warte, ich, warte. Daneben. Ich biete sogar hier was an. Nee, also, das gute Döskoppelbrett. Ich wurde auch unter dem letzten Video gefragt, ob ich die Dinger verkaufe. Oder ob es die zu kaufen gibt. Nee. Tut mir leid, Leute. Nein, ich hab keinen Shop. Ich habe ein paar T-Shirts zum Spaß, ich habe ein paar Käppis zum Spaß, ich habe ein paar Bretter. Aber ich verkaufe die nicht. Und die hier. Die hat mir die Frau von meinem Cousin zum, war das zum Geburtstag oder war das zu Weihnachten oder so, beides so ein bisschen? Ich weiß gar nicht mehr. Beides schon. Aber die hat mir netterweise die Frau von meinem Cousin gemacht. Die bastelt sehr, sehr gerne mit Holz. Hat eine super kleine eigene Holzwerkstatt, so als Hobby. Sogar mit einer Maschine, die Sachen rein lasern kann. Das ist rein gelasert mit Hitze. Und bei dem Ding hier ist das sogar... so viel gelasert, dass das dann teilweise durchsichtig ist. Also man erkennt das schlecht, aber da sind so kleine LEDs drin. Das hat sie auch gemacht. Und das leuchtet an bestimmten Stellen durch. Es ist also durchgebrannt. Ja, wie gesagt, die gibt es nicht zu kaufen. Ja. Nein, ich mache auch keinen Shop auf damit. Ich glaube nicht, dass das Sinn und Zweck der Sache ist. Ich fand, das war ein cooles Geschenk. Ich fand auch, das war ein cooles Geschenk. Aber und deshalb benutze ich sie halt auch im Stream. Mir ist was aufgefallen. Ich habe mal auf YouTube gesehen, wie viele Abonnenten
Abonnenten du jetzt hast. Ja, wie viel habe ich denn? 1160. Bald kann ich monetarisiert werden. Jetzt habe ich schon über 1000 Abonnenten, das ist geil. Aber ich habe noch nicht die Watchtime. Das kriegen wir noch hin. Ja, bei dem letzten Video waren 281 Likes. Was? Bei dem Video, in dem du drin warst? Ja. 280 Likes? Ja. Kann ich nicht glauben. Kann sich selbst bezeugen. Und ihr schickt den Link. So. Ich will nicht, dass wir hier zu viel machen. Deshalb mache ich hier mal so halbe Sachen. Normalerweise mache ich ja keine halbe Sachen, aber heute mal schon. Ja, du hast noch nie halbe Sachen gemacht. Wir gucken mal, was das jetzt ist, ne? Das Grüne, hast du gesagt, könnte wahrscheinlich Matcha. Grüner Tee sein. Oder grüner Tee. Das ist dasselbe. Denke ich mal, das ist sehr logisch. Weil das grün ist. Könnte klappen. So. Ikimasu. Itadakimasu. Ja. Nee, einfach hau weg die Scheiße, ne? Es riecht wie Tee. Riecht wie grüner Tee. I love it. Hm. Hier schmeckt's. Ja, schmeckt wie grüner Tee halt was. Ist okay. Ich hab das noch nie so richtig verstanden. Mit diesen Matschis. Kann man essen. Ist es aber nicht so der Hammer für mich. Ich bin auch aber allgemein nicht so einer, der viel Süßigkeiten isst. Also ich sag dann lieber Nein zum Kuchen und nehme dann dafür noch eine zweite Schweinshaxe. Oder einfach eine doppelte Portion Currywurst. Dann bin ich happy. Ja? So, grün war, denke ich, grüner Tee. Ja. Sind wir uns einig. Was könnte jetzt orange oder ein helles Braun? Was könnte das sein? Habt ihr mal eins? Sind bei mir nicht so festgelegt, Leute. Riecht das? Ist das sowas wie Pfirsich oder sowas? Oder ist das eher eine Bohnenpaste? Mal probieren. Schmeckt nach Pfirsich. Meinst du? Von der Farbe hätte ich jetzt auf Pfirsich getippt, aber vom Geschmack her gar nicht. Ich kann gar nicht sagen, was das ist. Es ist entweder Pfirsich oder mit Pfirsich und die Bohnenpaste. Guck mal, was steht denn hier hinten drauf? Gemischte Mochi, Klebereiskuchen. Maltose 25%. Zucker, dann glutenreicher Reis 20%. Thickener E1442. Rote Bohnenpaste. Da war vielleicht rote Bohnenpaste. Kann sein. Rote Bohnenpaste. Taro-Paste. Taro. Ach, das kann Taro. Ist das nicht eine Süßkartoffel? Taro? Irgendwie sowas? Bin mir nicht ganz sicher. Das Mit könnte Taro gewesen sein. Und das ist das zerrissen, was hier steht. Taro-Paste. Und grüner Tee-Paste. Ja, hatten wir. Also, entweder ist das Taro oder das ist die rote Bohnenpaste. Aber ich glaube, das hier, oh ja, das ist die Bohnenpaste. Das sieht man ganz, ganz klar. Ja, ist es. Also war das gerade Taro. Wisst ihr, was Taro ist? Könnt ihr das mal kurz reinschreiben oder könnt ihr das mal kurz googeln? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist so eine Art Süßkartoffel oder so, oder? T-A-R-O. Schreibt's doch bitte ganz fix rein. Xela! Und wir hauen rein rote Bohnenpaste. Hm. Ist okay. Ist rote. Ist das beste Kompliment, was ein Deutscher einem Koch machen kann, oder? Kann man essen. Kannst du mal ganz fix googeln, was Taro ist? T-A-R-O. Das müsste eine japanische Zutat sein. Ich bin der Meinung, es ist wahrscheinlich sowas wie eine Süßkartoffel oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. T-A-R-O. Nicht Taro. Wir lesen hier keine Karten. Ne? Taro. Leg das mal weg. Und dann würde ich sagen, wenn wir uns mal langsam die Nudeln angucken, oder? Jeder probiert wieder von seiner Schüssel und dann von der anderen. Und dann kannst du sagen, welche du essen möchtest. Ja. Welche dir besser geschmeckt hat quasi. Mhm. Letztes Mal hat mir die normale geschmeckt. Genau. Wie gesagt, wir haben die superscharfe und die normale, normalscharfe verglichen. Das ist jetzt unser Standard
Messwert, unser Vergleichswert. Das wollte er nicht, ja. Das wollte er nicht bei mir. Alles klar, also. Lass dir schmecken. Die sehen die super auch. Aus, ey. Mhm. Die sehen super aus. Anton Stabgewächs. Gesundheit. Caro ist Anton Stabgewächs. Also ich wollte eigentlich nichts von Antons Stab naschen. Klingt irgendwie falsch, oder? Ich hoffe, ihr hört keinen Anton zu. Hm. Er hat korrigiert. Aaron. Aaron Stabgewächs. Aber von Aaron Stabs wollte ich auch nichts naschen. Anfang. Hier steht vor allem, wo kommt das N am Anfang? Das her? N? Was für ein N? Das war ein Atom. Nee, Atom steht auch nicht. Ach, Aton. Ich habe Anton gelesen. Da steht Aton Stabsgewächs. Ich hab Anton gelesen. Ich musste an Anton Stäbchen denken. Tut mir leid. Probier es erstmal. Schmeckt genau wie das letzte Mal. Wer hätte das gedacht? Ich esse die ja fast schon mehrmals die Woche, wenn ich abends mal ein bisschen Hunger habe. Also, wer weiß nicht, wie sie schmeckt. Bin ich gespannt, wie die Veggie sich dazu vergleicht. Die Nudel wollte nicht weg. Die Nudel wollte nicht weg. Antons Nudel oder Aarons Nudel? Die der Nudel, nicht die anderen Nudel. Ich bin ja nicht so versaut. Wird auch Wasserbrotwurzel genannt. Ach so, alles da. Dankeschön. Ich weiß nicht, warum ich dachte, es wäre eine Süßkartoffel. Sieht das so ein bisschen wurzelig aus wie eine Kartoffel? Wenn ja, dann das wäre lustig. Ich weiß nicht. Ich dachte irgendwie, es wäre eine Süßkartoffel oder sowas. Taro. Also ich finde jetzt von den Mochis hat mir das mit der roten Bohnenpaste am besten geschmeckt. Wir haben alle drei geschmeckt. Das ist genauso wie das, bloß ohne Schärfe. Moment, da muss ich jetzt mal investigieren. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Ist halt wirklich einfach nur ein bisschen weniger scharf, ne? Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also ist die Veggie-Variante einfach nichts anderes als die Shin Ramyun mit bisschen weniger Schärfe. Und dann kommt die Super Red, die Super Spicy, die dann einfach nochmal ein bisschen extra hat. Ja. Das ist so, ja, die drei Stufen. Also für einen Einsteiger wäre das dann vielleicht optimal. Ich habe gesagt, das war meine Einsteiger-Droge in die scharfe Welt. Das ist eigentlich dann der beste Einstieg, würde ich sagen. Die ist ein bisschen milder als die. Mhm. Schmeckt aber ehrlich gesagt erstaunlich gut dafür, dass es Veggie ist. Und das sagt er. Welche willst du essen? Veggie. Ich darf wieder die scharfe essen, ne? Na, so scharf ist die auch nicht. Ja, so scharf ist die nicht. Ich weiß. Hau ich mir jetzt mal die Haare nach hinten. Und dann geht das Essen los. Ja, aber wirklich erstaunlich gut. Also bei Veggie hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es mir schmeckt. Ich weiß, ich habe das schon mal gegessen gehabt. Aber das ist so lange her. Also, wenn ich jetzt vor dem Regal stehe, in meinem Lieblings-Asia-Laden, dann greife ich eher selten mal ins Veggie-Regal. Sag ich mal so. Aber doch, wenn man Schärfe nicht so sehr verträgt, ist das ein guter Einstieg. Mhm. Ne? Die Nudeln sind genau gleich. Richtig geil Biss. Geile Konsistenz. Und die Brühe schmeckt auch noch. Super. Da kommt ein Riesentext. Die Taro-Knolle. Siehst du, das ist eine Knolle. Ich wusste doch, irgendwas Kartoffeliges. Die Taro-Knolle ist auch als Wasserbrotwurzel bekannt. Erreicht durchschnittlich die Größe einer Steckrübe. Geht vielleicht eher in die Richtung Rübe? Oder warum vergleicht er das damit? Und wird in verschiedenen Ländern angebaut, darunter Afrika, Südostasien, China, Japan
und auf der Malaysischen? Sagt man Malaysischen? Ich dachte immer, man sagt Malaysien. Also malaysische Halbinsel hätte ich gesagt. Malaysische Halbinsel hätte ich gesagt. Aber da steht Malaysische Halbinsel. Okay, wieder was dazugelernt. Ihre Schale ist rau, haarig und braun. Es ist also eine behaarte Kartoffel. Ein bisschen Haare essen. Während das Fruchtfleisch weich und oftmals weiß, manchmal aber auch rötlich gefärbt ist. Okay. Also, Mata. Ah, bisschen Haare in die Suppe? Ihr wollt nicht wissen, was ich gerade im Kopf hatte jetzt gerade. Denkst natürlich wieder nur an haarige Knollen, du. Unglaublich. Sagt der, der mir heute verraten hat, dass wir bei Nudeln jetzt uns vegan ernähren, bei Instant-Nudeln. Vegan. Die sind alle vegan. Selbst wenn hier draufsteht, also selbst wenn man denkt, das hier wäre Fleisch, selbst bei den Bulldogs, kannst du mal so eine rüberreichen? Von den Samyangs, die Bulldogs, da ist ja auch ein Hühnchen drauf, ne? Da möchte man meinen, da wäre Huhn drinne, aber die sind, glaube ich, auch vegan. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das ist auch alles nur Geschmacksstoff, also kein echtes Huhn drinne. Wobei, ich sehe es gerade nicht, also ich sehe hier keinen Vegan-Siegel. Oder Siegel. Weil, wie gesagt, mir geht es auch gar nicht darum. Also, mir ist Wumpe, ob vegan, vegetarisch oder Fleisch, Hauptsache, schmeckt geil. Ja. Und mir schmecken die. Obwohl sie vegan sind. Hast du letztens das Volksbegehren unterschrieben, Dös? Hat das mit vegan zu tun? Nee, diese Nongshins. Anscheinend nicht alle davon. Aber zumindest die wir gerade aufgemacht haben, sind wohl, hier steht's, vegan. Weißt du, und das war jetzt einfach nur, sieht man das? Sieht man das? So ein ganz, ganz kleines Siegelchen hier. Vegan. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, aber hier steht vegan. Das ist irrelevant. Ich hab's bloß als Witz mal so erwähnt, weißt du, dass die normale Version vegan ist und dann gibt es noch eine Veggie-Version. Wozu gibt es eine Veggie-Version, wenn die Version auch schon vegan ist? So, Mata, du bist brutal. Rettet die Wale, esst mehr Japaner. Ich muss nicht gerade lachen. Rettet die Wale, esst mehr Japaner. Itadakimasu. Oh, das ist aber koreanisch. Die sind koreanisch. Also nichts mit Japaner. Ja, also mir schmeckt's. Und dir? Mhm. Und wenn du es jetzt vergleichen müsstest? Welche schmeckt dir besser? Eigentlich beide. Naja, aber wenn du jetzt eins wählen müsstest. Also das letzte Mal haben wir die normalen Shin-Red gehabt, ne? Mhm. Und die Super Spicy. Ja. Ne? Da hast du dich für die normalen entschieden, weil die Super Spicy dir vielleicht ein bisschen zu scharf waren. Ich weiß nicht genau, was dein Beweggrund war. Mhm. Ich fand sie beide super. Ich würde sie beide ab und zu essen, also abwechselnd halt mal so, mal so. Du hast dich für die normalen entschieden, ne? Wenn du dich jetzt hier für was entscheiden müsstest. Warum isst du dann immer bei dem Scharfen mit, wenn du das Scharfe nicht magst? Du entscheidest dich immer für das weniger Scharfe. weil ich dann auch scharf esse. Also, für mich wäre der Sieger ganz klar die Shin Red, die schärfere. Ich finde, geschmacklich sind die beide fast wieder gleich. Es ist wirklich wie bei der Super Spicy. Ich glaube, das ist sogar gewollt, einfach nur. Einsteigerlevel, dann die Shin Red Spicy und dann die Super Spicy. Also geschmacklich merke ich hier echt keinen Unterschied, kaum einen, wenn überhaupt. Und dann muss ich sagen, dann würde ich lieber die Shin nehmen, weil ich es ja doch eher scharf mag. Und da sind mir ein bisschen zu mild, finde ich. Also sind wir jetzt erst
im zweiten Video schon das erste Mal nicht mehr einer Meinung, oder? Hm. Also Gleichstand. Gleichstand. Veggie versus Shin. Keiner gewinnt. Gleichstand. Ja. Veggie für die, die noch nicht so viel scharf vertragen, und die Shin für die, die ein bisschen mehr vertragen. Ne? Und wer richtig Kick will, der nimmt dann die Super Spicy. Die hauen richtig gut rein, finde ich. Wobei selbst die Super Spicy immer noch nicht an das Level von Buldakran kommt, finde ich. Also die Samyangs, die sind dann das nächste Level, finde ich. Aber die sind, wie schon öfters gesagt, völlig anderes Thema. Das sind Bratnudeln, das sind Ramennudeln. Ne? Dazu fällt mir nur eins was ein. Meine Kollegin hat ja die Carbonara davon mal gegessen. Und? Hat sie gefallen? Man konnte jetzt bei ihrem Gesichtsausdruck sehen, sie war knallrot. Aber das knallrot war... und happy? Oder knallrot und enttäuscht? Und traurig? Also, ich habe ihr schon vorgewarnt, die sind scharf. Sie hat gegessen, sie so... Hat sie gefragt, sag mal, Düsbattel, kannst du was von mir essen? Ich will nicht mehr. Ah! Ist nicht geschafft. Die hätte keine Milch gehabt. Ja, ja, ja. Du kriegst aber heute auch keine Milch, weil heute ist nicht scharf. Hallo? Ne? Das ist gar nicht scharf, da brauche ich keine Milch. Gut, gut. Und denk dran, rettet die Wale, esst der Japaner. Ich bin froh, dass das nicht durch die Nase kam. Ach so, wir haben heute übrigens auch das erste Mal bei Futtern mit Döst das Enton mit dabei. Ich habe es endlich mal geschafft, das Enton auch hier mit reinzubringen. Ja. Ne? Normalerweise begleitet es mich ja bei jedem Stream. Außer bei den Futterstreams. Ne? Aber jetzt haben wir es auch mit dabei. Endlich ist es da, das Enton. Mm. Oh. Ah. Beim Trinken, ne? Ist immer ein bisschen schlimm. Ja, vor allem, wenn jemand zum Lachen bringt. Ah, weißt du, was ich vergessen habe? Ich wollte heute den Eiertrick zeigen. Jetzt habe ich die Brühe schon getrunken. Das nächste Mal müssen wir dran denken. Ach so, das Eiertrick. Das nächste Mal, ich habe das nämlich probiert dann hinterher, ne? Ich habe euch im letzten Stream, im letzten Futtern mit Döse, habe ich euch ja gesagt, es gibt da so einen kleinen Trick für die, die die Brühe nicht austrinken wollen. Es ist ihnen aber auch zu schade, ist die ganze Brühe wegzuschütten. Nehmt die Brühe, schmeißt dort zwei Eier rein, rührt die schön durch, könnt auch drei machen, wenn ihr viel Brühe habt. Ne? Packt das für 4 Minuten in die Mikrowelle, kann auch 3 sein, wenn ihr sehr, sehr viel Watt habt. Müsst ihr mal gucken. Ne? Am besten vielleicht 2 Minuten machen, mal reinschauen, 2 Minuten machen, mal reinschauen, irgendwie so. Ne? Und dann hat man so eine Art Eierpudding. Ja, also das Ei wird gekocht in der Mikrowelle und saugt sich dabei so richtig schön voll mit der Brühe. Ich habe das probiert hinterher. Nach dem Stream. Es hat funktioniert. Ich wollte es jetzt eigentlich hier auch nochmal vorzeigen. Ich hab's komplett verpeilt. Und du hast mir nicht vorher das gezeigt, wie das aussieht? Du hast geschlafen. Ich muss das verwenden können. Wir machen das dann das nächste Mal, dass wir vielleicht ein bisschen Brühe dann zur Seite nehmen, in eine Tasse oder so. Da einfach nur mal ein Ei reinquirlen. Schnell durchschlagen. Einquirlen ist ja schon durchschlagen. Ist egal. Ein Ei, weißt du, in eine kleine Portion Brühe. Schnell in die Mikrowelle und dann zeige ich das euch nochmal fix. Musst mal ein bisschen mit dran denken, okay? Fürs nächste Mal. Brühe übrig lassen für Ei. Genau. Schulz. Schulz. Ist ja gut. Ist denn jetzt los, Leute? Musst du nicht der ganzen Welt zeigen, dass wir hier irgendwie unzivilisierte Neandertaler sind. Kann das sein, dass ich einen Lippenstift habe? Nö. Oh. Wenn wir die mal wieder machen, dann kriegst du rote Lippen. Ja. Und zum Vergleich, ich hab dich diesmal auch.
Getrunken. Ja, die war diesmal ja nicht so scharf, ne? Ja. Also, die gefällt mir besser. Und die gefällt dir besser. Ja. Ne? Ich denke mal, das ist so eine Frage der Schärfe-Toleranz. Ich bin halt ein bisschen toleranter. Sie ist ein bisschen schärfe-intoleranter. Ne? Also allgemein sehr intolerant geht sie durchs Leben. Das muss ich leider so zugeben. Sagt der, der bei dir so saure Sachen. Ich muss gleich wegrennen. Ich glaube, sie verprügelt mich gleich. Gleich? Aber am Ende des Tages beide lecker, ne? Ja. Beide lecker. Gefällt mir fast besser, so diese Food-Review-Dinger, statt immer nur eine Challenge zu machen. Ja. Es wurde dann doch schon langsam teilweise schlimm, wo wir dann die Triple Spicy genommen haben und dann nochmal eine Triple Spicy Soße drauf und dann nochmal Habaneros drauf. Uff, das tat dann hinterher weh, weißt du? Ja, oder das mit die Currywurst. Oh, die Currywurst war geil. Die sieben nicht. Die 1 Million Scoville mit extra Habanero obendrauf, frisch aus dem eigenen Garten. Oh, das ist geil. An die drei, die das vorgeschlagen haben, ihr kommt in die Hölle. Naja, bis auf die eine. Nee. Würde ich sagen, sind wir für heute tatsächlich schon durch. Oh. Wir haben noch ein paar weitere Sorten, habt ihr ja gesehen. Die gehen wir dann die nächsten Male an. Wir haben hier einmal Seafood. Seafood und Spicy. Nehmen wir mal. Dann haben wir Champong. Tintenfisch. Da sind Tintenfisch da drin. Ah. Das ist Tintenfisch? Ja. Na, den haben wir noch. Dann haben wir noch Kimchi. Und dann leider, das letzte Mal hatten wir noch die Anzung, oder wie das hieß dabei. Ja, also die Sojabohnenpaste. Die habe ich leider selber schon gegessen. Und die gab es jetzt nicht mehr im Laden. Aber ich gehe morgen wieder, oder bis die drankommt, kaufe ich die wieder ein. Ne? Ja, bitte. Aber das wäre jetzt der Plan für die nächsten Male. Wenn ihr noch Vorschläge habt, was wir noch so vergleichen können oder was wir probieren können, ne? Das für ich nächstes Mal. Okay, das machen wir das nächste Mal. Mit Tintenfisch. Dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben oder ins Discord einfach mal auf den Server kommen und Hallo sagen. Mhm. Wir werden bestimmt auch noch mal in den nächsten Wochen und Monaten noch mal in Richtung Samyangs ausschwenken. Wir werden dann bestimmt auch noch mal mit anderen Firmen vergleichen. Hier haben wir eine deutsche Firma aus dem Konsum. Hier haben wir die Indomie. Das sind die legendären Nudeln, die da, wie heißt der nochmal? Onkel Roger? Ja. Die da Onkel Roger immer so hoch lobt. Bin ich mal gespannt, weil für mich sehen die ehrlich gesagt ein bisschen mickrig. Eher aus wie die billigen Deutschen. Und so ein bisschen dünn. Mal schauen, ob der Onkel Roger recht hat oder ob er uns da verarscht. Heute ist die Verpackung kleiner als hier. Ja, ne? Ist auch noch weniger drin. Da wird man ja nicht satt. Dann würde ich sagen, Leute, sind wir für heute durch. Schreibt gerne rein, worauf ihr dann Bock habt für die nächsten Male. Und die Süßigkeitenpakete aus Amerika und Japan und so Zeug, die machen wir auch irgendwann. Ja, ich will unbedingt. Aber wir müssen uns erstmal durch das Thema der Nudel hier durcharbeiten. Die Nudel muss weg. Die Nudel muss weg. Habt ihr es gehört? Okay. Die Nudel muss weg. Okay, Übelst weit, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend, einen schönen Start ins Wochenende. Ja. Baut keinen Scheiß und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen wieder zu den üblichen Gaming-Streams. Ich würde sagen, morgen Nachmittag gibt es Yu-Gi-Oh! Auf dem Kanal und morgen Abend eventuell Valheim. Ui. Oder Yu-Gi-Oh! Kommt drauf an, ob ich dann schon die Schnauze voll habe oder nicht. Weißt du, weil ich muss bei Yu-Gi-Oh! Sehr viel vorlesen. In verschiedenen Stimmlagen auch noch, verschiedene Charaktere. Es ist sehr anstrengend. Vielleicht brauchst du aber demnächst mal Unterstützung beim Reden. Du willst vorlesen, wenn ich zocke. Okay, das können wir auch mal machen. Das habe ich nicht gesagt, das ich. Also dann, Leute, ne? Viel Spaß noch. Ich hau mir jetzt die rein, ohne sie. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich das überlebe. Tschüss. Das sagt auch das Wort, die das nicht zulässt. Dann bis zum nächsten Mal bei Futtern mit Tschüss.